Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Cooking Simulator hier aus Diegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, ich weiß nicht warum, aber in meinem Spielstand liegt hier eine Kiste rum. Ich glaube, ich kann die hier nicht wegtragen, ne? Kann ich die irgendwie? Doch, ich kann die nehmen. Kann die nehmen und dann werden wir die mal da unten reinlegen. So, bisschen Küche aufräumen. Also, ja. Das hat mich eben gerade irritiert, weil ich habe den Spielstand durchgeladen und mal hat das Klack gesagt. Und dachte ich, hey, was hat denn da jetzt Klack gesagt? Und dann gucken wir mal und dann sehen wir, was da los ist. Was ist das für ein Baum hier oben? Stand der schon früher hier? Lorbeerblatt. Ah ja, okay. Muss schon früher da gestanden haben. Ich habe ihn vielleicht bloß einfach wegignoriert. Gut, wir wollen ein neues, eine neue Folge, ein neues Gericht natürlich machen. Und heute wäre ich mal dafür, dass wir mal ein einfaches Gericht machen, wo wir, oder zwei einfache Gerichte machen, die ich schon häufiger gemacht habe. Und zwar werde ich mal die gebackene Forelle machen und einmal die gebratenen Garnelen. Ich hoffe, dass ich beides durchkriege in dieser Folge, aber ich denke mal schon. Und das werden wir jetzt mal probieren, denn das sind Gerichte, die ich, oder die früher schon eigentlich ganz gut funktioniert haben bei mir, wo ich dann auch schon Sachen parallel gemacht habe. Und das, denke ich mir mal, könnte man jetzt einfach mal hoffentlich noch durchziehen, um mal zu gucken, ob ich nochmal eine 5-Sterne-Wertung hinkriege. Weil, ja, die gebackene Forelle war so ein bisschen das, was eigentlich immer dafür gesorgt hat, dass ich eine 5-Sterne-Bewertung gekriegt habe. Und deswegen wollte ich die jetzt mal einfach probieren. Will einfach mal wissen, ob ich es noch kann oder nicht. Ob ich jetzt wirklich so daneben bin oder nicht. So. Salz brauchen wir, glaube ich, eigentlich gar nicht für die gebackene Forelle. Ich glaube, Thyme war's. Thymian. Und Dill brauchten wir noch. Wo haben sie denn den Dill hingepackt? Da ist der Dill. Und am Ende brauchten wir den Rettich da hinten. Meerrettich. Gut. Meerrettich ist salzig, weil... Na, ist egal. Nein. Komm, das ist zu doof. So, also wir machen jetzt erstmal die Forelle. Da brauchen wir schwarzen Pfeffer, Thymian, Dill. Schwarzer Pfeffer. Zuck. War, glaube ich, alles 5 Gramm immer, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ja, alles 5 Gramm immer. 1, 2, 3, 4, 5. Mal schwarzer Pfeffer. Thymian. 1, 2. Oh, das ist ja immer noch so schrecklich. 3, 4, 5. So. Dill. 1, 2, 3, 4, 5. So, das muss da ran. Dann muss das ganze Ding auf Backblech gelegt werden und gebacken werden. Und dann mit Meerrettich getrocknet nochmal überstreut werden. Und in der Zwischenzeit schneiden wir natürlich die Dings hier, die Zitrone in Vierteln. So. Gut, also wir machen wirklich jetzt ein paar einfache Gerichte, einfach nur um zu gucken, ob wir die einfachen Gerichte noch können. Denn ich bin ja auch daran interessiert, mein eigenes Restaurant aufzumachen. Und da müssen wir natürlich am Anfang auch die Gerichte ganz gut hinkriegen. So, ich viertel die immer ganz einfach. Ich mache das irgendwie einmal so und einmal so. Ich weiß nicht, ob mir die Schnitttechnik jetzt nachgeht, sozusagen was entgegenbringt oder sagt, das ist gar nicht mal so gut. Ich mache es trotzdem immer so. So, die Forelle ist noch nicht fertig. Wir können schon mal einen Teller holen. Nehmen wir diesen hier. Und dann können wir das dann gleich alles wunderschön drapieren. So. Gut, das brauchen wir dann noch. Ja, leg dich ruhig dahin. Das ist erstmal nicht weiter schlimm. So. Dann gucken wir mal für die Garnelen. Da brauchen wir, glaube ich, auch eine geviertelte Zitrone, Petersilienblätter, Butterschmalz, Salz, Pfeffer und Garnelen. Das Ganze 50 Sekunden lang braten. Gut, das machen wir dann auch gleich. Das ziehen wir dann hinterher durch. Die Forelle, die muss ja jetzt noch langsam fertig werden. Mir juckt die Nase gerade. Ich hoffe, dass ich nicht mehr niesen muss. Aber sieht erstmal ganz gut aus, die Forelle. Interessant ist, dass ich hier auf die Tür gucken muss, damit ich sehe, was da los ist und nicht auf die Scheibe. Ne? Ich muss wirklich auf die Tür gucken. Ah, jetzt geht's auch mit... Nee. Ah ja, merkwürdig. Direkt drauf gucken ist nicht. Ach, was denkst du dir? So. Aber gleich ist die Forelle fertig. Zack, da ist sie fertig. Dann holen wir sie mal raus, werden sie dann wunderschön anpacken, weil wir können ja heiße Dinge anfassen. Werden sie dann hier sehr schön, Moment, hoch, Shift, so, nee, so, runter, 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 so, so. Wunderschön drapiert, dann kommt der Meerrettich drüber, auch mit 5 Gramm, 1, 2, 3, 4, 5, so, und dann kommen jetzt hier die Zitronen dran.
Zack, 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 zack. Nee. Zack. Ich hätte jetzt eigentlich eher erwartet, dass die ein bisschen so daneben liegen. So. Okay. Dann haben wir die Forelle mit Meerrettich und allem bestreut und die Zitrone dran. Halt, es fehlt noch die Petersilie. Drei Blätter Petersilie brauchen wir noch. Eins, zwei, drei. Sehr schön. Und dann kann es abgehen. Wir dürfen die Garnitur natürlich nicht vergessen. Was ist denn jetzt los? Warum fallen denn jetzt meine Zitronen hier runter? Mensch, und Skinners. Nee, Leute. Könnt ihr doch nicht machen mit mir sowas. So. Da machen wir jetzt ein Foto davon. Schade, dass die Zitronen jetzt nicht mehr auf einer Seite liegen. Wir machen jetzt eben die gebackene Forelle. Nehmen wir ruhig von oben so. Ja, nehmen wir so. Gut. Und wollen die dann mal rausgeben. Mal gucken, ob wir eine relativ hohe Wertung kriegen oder nicht. Und ja, wir können es ja noch. Wir kriegen noch eine 5-Sterne-Bewertung hin. Das finde ich schon mal schön. Gastbeschwerden gibt es keine. Die Geschmäcker ist gut, die Technik war gut und die Temperatur war gut. Alles ist perfekt, wunderbar, so soll es sein mit unserer gebackenen Forelle. Menschenskerz. Also ich habe schon ein bisschen an mir gezweifelt, muss ich ehrlich sagen, ob ich denn das noch hinkriege mit der 5-Sterne-Bewertung oder nicht. Aber wie wir sehen, es klappt noch, es geht noch. Hui. So, dann machen wir jetzt noch mal was Einfaches. Dann machen wir jetzt noch schnell die, die Dingens fertig hier, die Garnelen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Garnelen brauchen wir. Das rüttelt mal ein bisschen rum. So. Dann brauchen wir 30 Milliliter Butterschmalz. Dann nehmen wir das hier. So, sehr schön. Reingegeben dort. Naja, gut, sind 32 geworden. Bisschen gekleckert auf dem Ofen haben wir auch. Hoffentlich brennt es nicht ab. So, dann muss da dran Salz und Pfeffer noch. Jeweils 10 Gramm. Pfeffer. Damit die Garnelen alles abgekriegt. Wo ist das Salz hin? Salz muss dann auch noch rein. 10 Gramm. So, sehr schön. Und das geht relativ schnell. Wir holen uns jetzt noch die Zitrone hier aus dem Kühlschrank und werden die noch schnell durchvierteln. Und dann sollten die Garnelen auch fertig sein, dass wir die dann garnieren können. So. Zack. Geviertelt die Sache. So, die Garnelen dürfen gleich fertig sein. Da sind sie fertig. So, die Garnelen sind durch. Muss ich das dann hier auf einen tiefen Teller legen oder auf einen normalen Teller? Das weiß ich gar nicht. Braten, gib alles auf einen tiefen Teller. Alles klar. Dann nehmen wir natürlich einen tiefen Teller. Kleiner Teller, Teller, Basic, großer Teller, Auflaufform, Suppenteller, großer Teller, quadratischer Teller, Basic. Gibt es hier noch irgendwo eine andere Form vom tiefen Teller? Nee, das war Suppenteller dann. Na gut. Dann nehmen wir das. So. Da sollen wir alles drauf geben. So, das heißt also, wir müssen auch kippen. So. Und dann natürlich haben die Soße da drin. Dann brauchen wir das hier natürlich. Damit bei. So. Dann brauchen wir die Zitrone. Auch mit bei. Gepackt. Und dann brauchen wir 3 Blätter von der Petersilie. Und dann haben wir unseren Garnelenteller auch fertig und mal gucken, wie gut wir den hingekriegt haben, ob wir da eventuell auch einen 5-Sterne-Teller gemacht haben. So, gut, ab zum Kunden damit. Und 4 Sterne, ein bisschen was, dann müssen wir mal gucken, was das wieder war. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zur richtigen Zeit gewürzt habe oder falsch. Der Gast ist zufrieden. Okay, gebratene Garnelen. Er sagt nicht genügend Salz. Okay, er sagt zu viel Pfeffer. Okay. Und er sagt, zu viel Butterschmalz. Also das finde ich sehr interessant, dass 2 Gramm Butterschmalz beim Kunden, also das muss ein richtiger Gourmet sein, der 2 Gramm mehr Butterschmalz in der Pfanne quasi erschmecken kann. Das ist ja nicht mal 10% drüber oder sowas. Ich weiß auch nicht, warum man das jetzt nicht salzig genug fand und dann zu fässrig. Obwohl an den Garnelen genauso viel Gramm, also von beiden gelandet ist. Es ist jeweils 9 Gramm gelandet und etwa 1 Gramm daneben.
Stand ja da im Dings. Also da weiß ich nicht, ob die Rezepte eventuell vielleicht doch nicht ganz so stimmen von der Übersetzung vom Text. Manchmal bin ich da der Meinung, dass es dort noch kleine Unstimmigkeiten gibt. Okay, gut. Aber das soll es erstmal wieder gewesen sein für heute. Wir haben hier in unserer Küche wieder ein bisschen Chaos veranstaltet. Aber ich sag mal so, über Nacht kommt wieder die Putzfrau, dann ist wieder alles sauber. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.